Gegen Ende des Jahres sind die letzten Chilis im Gewächshaus bereit zur Ernte. Die frischen Chilis sind für die Pulverherstellung nicht geeignet. Sie müssen erst getrocknet werden. Dafür sammle ich die Früchte ein und bringe sie für die weitere Verarbeitung ins Haus. Während kleine Chilisorten gut im Ganzen getrocknet werden können, ist es sinnvoll, größere Früchte in Stücke zu schneiden. Das beschleunigt den Trocknungsvorgang und beugt so Schimmelbildung vor. Ich nutze die Gelegenheit, um Samen für das nächste Gartenjahr zu entnehmen. Bei sehr scharfen Chilisorten ist es empfehlenswert, Handschuhe zu tragen, um nicht mit dem scharfen Capsaicin in Kontakt zu kommen. Zum Trocknen lege ich die Chilis auf die Heizung. Das ist zwar nicht unbedingt notwendig, beschleunigt den Vorgang aber deutlich. Da die meisten Chilis über einen längeren Zeitraum verteilt heranreifen, sammle ich die getrockneten Früchte in passenden Gläsern zusammen, bis ich eine größere Menge davon zur Pulvererzeugung verwenden kann. Wenn alle benötigten Chilis getrocknet sind, steht der Pulvererzeugung nichts mehr im Weg. Ich verwende dafür eine Universalmühle, die ich immer sortenrein befülle. Natürlich lassen sich aber auch interessante Mischungen aus verschiedenen Chilisorten herstellen. In der Regel reicht es, die Mühle für einige Sekunden laufen zu lassen. Je nach Dauer unterscheidet sich das Pulver in seiner Feinheit. Beim Öffnen der Mühle sollte man vorsichtig sein, um nicht den Pulverstaub einzuatmen. Ich befülle nun die Gläser mit Hilfe eines Löffels mit dem Pulver, direkt aus der Mühle.
Wenn man sortenreines Pulver herstellen möchte, ist es ratsam, die Mühle zwischen dem Mahlen zweier verschiedener Chilisorten zu reinigen. Das kann nass geschehen, wobei hier eine kurze Trocknungszeit nötig ist, oder trocken. Mit Hilfe eines Pinsels kann die Mühle problemlos von den gröbsten Rückständen befreit werden. Chiliflocken herzustellen, reicht ein kurzes Aktivieren der Mühle. So bleiben gröbere Teile zurück, die ebenfalls in Gläsern abgefüllt werden können.